Und die Bäume flackern immer noch. Warum kann man die doofen Muscheln eigentlich nicht abbauen? Weil es Muscheln sind. Die saugen sich fest. Ach so, okay. Simon? Ja? In der Zeit, bis du jetzt gekommen wärst, hätte ich mit Bormir das schon längst beenden können. Das ist wohl wahr. Aber ich hab's nicht mehr weit, glaube ich. Ich hab jetzt Bormir in der Hand. Ja, dann mach du mal. Muss trotzdem noch kommen, weil so unglaublich schnell werde ich auch nicht fertig sein. Ja, ich gebe ja mein Bestes. Oder versuch's zumindest. Nur du hast dich zwiebeln, weil mir gerade schon wieder die Bombe mir ausgegangen ist. Huch, das wollte ich nicht. Down. Hallo, Inventar. Ach man, wo gibt's die große Karte? Ich hab keine Lust, das nachzusehen. Es ist so kompliziert. Okay, ich hab genug. Okay. Vielen Dank übrigens. Kein Problem, ich brauche wirklich Wegpunkte. Kannst du nochmal? Vielleicht? Oder? Minus 130 zu 180. Danke. Eigentlich bin ich es nicht so, weil du das merken konntest. Den Zahlen merken bin ich überhaupt ziemlich gut, solange es keine Telefonnummern, PIN-Nummern oder sonst irgendwas Wichtiges ist. Das ist eine sensitive Fähigkeit, die du da hast. Ich weiß. Was hab links? War das eine Einspielung oder irgendwas? So von der Melodie her? Zufällig? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, war das. Der ist mit von... der Mondbär. Genau. Aber das habe ich eher unterbewusst gemacht und danach bemerkt, oh, schau mal, das war ja. Was Bekanntes. Fischeul! So, damit haben wir die Viecher jetzt endlich abgeschlossen. Emily Ward. So. Fehlt noch Lilla. Die kommen mit Lilla voran. Lilla ist fertig. Also, nein. Bis auf Amarant. Ja, eben. Ja. Dauert verdammt lange halt, ne? Aha. Na komm. Warum haben wir so wenig Saplings? Saplings wovon? Am Rand. Weil ich gerade welche rausgenommen habe. Achso. Bräuchte man auch irgendwie einen Autoplacer für sowas? Ich überlegte ja gerade schon, ob wir es in Gole machen können. Aber ich kann die nicht selber bauen, ich kann die nur weiterverarbeiten und der Koch ist gerade beschäftigt. Du kannst die gerne weiterverarbeiten. Die liegen, warte mal kurz, 9, 18, 23 Stück in der Kiste. Da brauche ich halt jetzt auch hier die Magic Course und so weiter. Ich hätte jetzt vielleicht einen gefunden gehabt, aber gibt es überhaupt Pflanzen, Dinger da? Also Pflanzen, nur Pflanzen, oder? Ja, braucht nur Pflanzen. Gibt es. Moment, ich mach schnell einen. Oh, schnell ist natürlich immer übertrieben bei mir, aber... Kann mal gucken, ob ich einen hinkriege mit den Sachen, die ich gerade da hab. Godomancy, Bill, Decanting, Guard, Harvest, Butcher, Chop, Gather, Use, Alchemy, Decanting. Was? 5 Buckets für ein Stick? Ja.
Der muss super reingewaschen werden in Fischöl. Weil es verdammt sauber ist und hygienisch und appetitlich sowieso. Wie geht's? Nee, die pflanzen nur nach, was sie schon geharvestet haben. Ah, okay. Ich hab einen Top-Golem, also einen, der nur Sachen kaputt macht, aber... Den brauche ich nicht. Dann musst du, glaube ich, mal schauen, ob das Fischen bei dir geht. Weil bei mir geht's nicht. Was denn, wie Fischen? Ja, mit der Bound Rod. Ich bekomme da irgendwie keine Fische. Wofür machst du das überhaupt? Zum Verköcheln. Dass ich Fischöl krieg. Kann man da nicht normale Fische nehmen? Ja, aber da haben wir zu wenig. Dann machen wir neue. Ich glaube, wir machen schon die ganze Zeit neue, oder? Nein. Die Verbindung hier ist unterbrochen. Weil die uns dann zuspammen. Ach so. Einfach Content hin platzieren und das arbeitet wieder. Nicht schnell, aber ausreichend. Ja. Wird halt die Quest auch noch dauern, ein bisschen. Das ist ja egal, die laufen parallel problemlos. Aber es sieht tatsächlich episch aus, wie hier das Holz in den Backmapper fliegt. Und der Grund drumherum tanzt. Machst du super. Wer? Derjenige, der gerade wieder an dem Terminal rumbastelt. Richtig. Kein Ding. Mach ich gern. Ja, das machst du aber eben nur, wenn ich gerade Sachen holen will. Nein, gerade habe ich den Crucible Furnace angeschlossen für Fische. Damit der automatisch verfischt. Wo ich jetzt meine Sichel schon wieder hingepackt? Da. Nur mal so rein experimentell. Kann man die Dinger wegsicheln? Kann man nicht. Schade. Jetzt sammle ich den ganzen Scheiß auf, meine Güte. Dann lauf halt weg, dann sammle ich den ganzen Mist auf. Ich hab da kein Problem mit. Aber sie sehen wirklich bescheiden aus. Mental herausgefordert, fast. Ja, die Stormcraft-Candles sind schon besser. Ja, um einiges. Auch die Forestry Candles sind schon besser. Obwohl es eigentlich nur Fackeln sind, die weiß angemalt wurden. Gut. Achso, ich sollte vielleicht mal die Quest auch einlösen. Da muss das blöde Cutting Board hin. Ganz, ganz viele Angeln und ganz viel Bait. Da freut man sich. Nicht wirklich. Achso, stimmt, ich hab ja noch wahrscheinlich noch hier Dings zum Tun. Hier Dings zum Tun. Genau. Ja. Hab hier das Monster Hunter nicht geclaimed. Ah. 175 Leben. Ja. Und eine Epic Bag mit ein Division Sigil, Cursed Earth und 16 Vorhängen, schwarzen. Yay. Blauer Leuchtpilz, klingt gesund. Muss ich mir so ein Cutting Board neu erstellen? Haben noch irgendwas Holding? The End. Oder auch nicht, weil ich das Crafting Terminal nicht mehr aufrufen. Ah, jetzt geht's plötzlich. Automatic Fischer. Nein, ich mach erstmal Fischmehl. Hä, wo sind die ganzen Inver-Äxte jetzt hin? Haben wir auch noch Fischmehl? Ah, ne, Fischmehl haben wir schon.
Warte mal, ich fische. Keine Ahnung. Na gut, da müssen 4 Saumels reichen für Amaranth. Jetzt denkt er effizient. Yep. So, hier kann man noch garantiert auch den Tintenfisch verwenden, ne? Für was? Für den Autofischer. Kann sein. Steck es einfach mal. Oder Autofischer? Ich brauche erstmal die Wooden Fishing Rods. Gibt's die zufällig hier im Paket drin? Das wäre jetzt interessant zu erfahren. Was brauchst du gerade? Die Wooden Fishing Rods von Mariculture, die mit den Polished Sticks. Nicht die mache ich hier gerade. Ah, okay. Deswegen das alles mit den Fischen. Ich habe keinen anderen Weg gefunden, da kannst du ja nochmal nachschauen. Das heißt, die haben wir auch nicht irgendwo hier rumliegen. Nö. Fancy. Da dachte ich für eine Sekunde, das wäre mit dem Koch schon um, aber nein. Aber nein. Er geht noch weiter. Mhm. Ja, die Kochquest scheint allgemein ziemlich unheimlich zu sein, kann das? Consume Task. Gut, Pilze, Reis, Bananen und so weiter und Spargel. Spargel mache ich gerade. Ich halte mich mal so ein bisschen was in der Nähe. Warum? Einfach so, damit es noch schneller geht als ohnehin schon. Fertig. Nee, das ging zu schnell. Mach mal nochmal. Ja, vielleicht funktioniert es mit den Bananen. Bananen? Hm, ich muss auch Bananen machen. Hm? Achso. Bananen? Wo? Bei dem Baum, der da hinten ist, das ist nämlich ein Bananenbaum. Was nebenbei, wir haben erst die Hälfte von Year End, da kommt also wahrscheinlich noch was. Das wird interessant. Hast du jetzt Bananen aufgesammelt? Möglich. Du Banane, du. Juppa. Ich hab keinen Baum mehr, der Rest musst du jetzt schaffen. Bananen hast du noch? So schnell bin ich nicht. Ich habe noch 4. Ja, damit. Dann brauchen wir noch 42. Viel Spaß. Ja, danke. Ich hole noch Bornmehl, keine Sorge. Ach, da ist noch eine Sommel. So viele, hm? Hab ich nicht gesehen. So. Du bringst nämlich wahrscheinlich wenig. Ach, du hast auch Bornmehl, so. Okay. Ja, anscheinend geht das auf den Bananen nicht. Bornmehl funktioniert auf Bananen super. Ja, aber ich habe ja keinen Bornmehl, fertig, ich mache so ein Random-Tick-Ding. Lass mich jetzt alleine machen am besten, ansonsten haben wir viel zu viel Bananen. Ich mach den. Wir haben schon genug. Fertig, haben wir schon, okay. Wenn ich deine noch kriegen könnte? Achso, ja. Bin nicht verpeilt, nein. Zumindest nicht überdurchschnittlich. Deswegen lacht er auch gerade nicht. Er lacht gerade jetzt wieder, weil er einfach nur ein unglaublich unerwachsenes Kiddy ist. Oh, lass mich doch sein, ey. Ich hab Urlaub, verdammt. Ach, du jetzt auch? Ja, 2 Wochen. Oh, wie süß. Ja, wenn man arbeitet, dann schätzt man wenigstens den Urlaub mal wieder. Stell dir mal vor, weiß ich. Ich habe dann nachher auch recht lange Urlaub. Was sind das? 9 Wochen? Bis zur nächsten Ferien?
Ist nicht schlecht. Wobei jetzt einige bestreiten, dass man das als Urlaub bezeichnen kann, aber okay. Stack Parley. Parley. Ne, was? Parley. Wooden Construction Block. Haben wir den schon oder soll ich den machen? Den haben wir noch nicht. Ich habe da bis jetzt nur die Fishing Rods angefangen. Okay. Ja. Vor allem, weil es einfach so eine unglaublich schwere Aufgabe ist, sich einfach hinzustellen, vor einen Samen und Baum hier gedrückt zu halten. Das ist schwer, das kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. Stell dir vor, Leute hätten dafür auch noch ein Makro. Boah. Das ging ja gar nicht mehr an. Was muss ich tun? Gar nichts. Ich bin so schnell genug fertig. Wooden Construction Block, 4 Stück. Übrigens kann ich für meine Maus, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar selber Makros einstellen. Ein paar wenige. Wahrscheinlich sind die auch nicht gut, aber hey. Ich brauche ein Rice Seed oder Rye oder Rye. Jo. Auch ein Rice Seed. Wenn den jemand da hat, her damit. So, bis auf die anderen haben wir alles hier. Wir haben jetzt in 5 Minuten einen Polished Stick gekriegt. Also Rice Seeds haben wir hier nicht. Jo, der Kram braucht eine Weile. Ja, weil wir den normalen Fisch benutzen, das ist. Oder haben wir noch irgendwas Fischartiges? Wenn wir da nicht eigentlich vorher gegangen sind, haben wir hier Enderfische und Netherfische bis zum. Ja, die gehen nicht. Gehen nicht, okay. Die gehen nicht. Das sind die einzigen, die nicht gehen. Pff, toll. Dann haben wir nichts. Ja, warte mal. Hm? Komm mal her. Benutz die mal. Na, obwohl die ist jetzt auf mich gebunden. Scheiße. Hm, dann kann ich jetzt umbringen. Ja, nee, mich hat's auch nicht umgebracht oder so. Ich hab's einfach nicht fischen können. Und ich glaube, die funktioniert auch anders. Irgendwie ins Wasser stellen und dann klicken. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Ich hab auch kein Bait. Das ist nur so am Rande. Warte. Da. Mal hier. Bin ich der Einzige, der durch das den Zimtbaum durchlaufen kann? Na komm. Einfach so. Vielleicht funktioniert. Was für ein Zimtbaum? Der eine Baum, der hier steht, wo immer noch Zimtrinde dran ist. Die so halb in der Luft schweben. Also ich kann damit auch nichts anfangen. Nee, aber da kann man durchlaufen. Wo? Hier? Da. Zimt. Best Baum ever. Ja. Oh, kann man den abbauen? Ja, das ist auch von Pam's Harvest Cup. Das kannst du auch mit Rechtsklick dann Zimt rausnehmen. Oh. Mit Linksklick cool. Wieder nachfüllen. So. Zimt. Wo ist Zimt? Da. Meiner. Wir haben keine Rühsamen. Der Fisch dauert so lange. Mann, da muss es einen steileren Weg geben. Guck du da, ich guck hier. Jetzt fehlen natürlich hier diese Wachsbären wieder. Ich nehme mal kurz nach, welche Farbe die Samen haben. Ja, so ein hellgrün, ne? Nein, dunkles Gelb. Nicht ein dunkles, aber so ein sattes Gelb eigentlich. Oh doch, die Fische gehen doch. Ach. Da war bestimmt noch nicht heiß genug oder so. Mustard, Kiwi,
Peanut. Mustard. Also das ist schon zu gelb. Ah, Pilze. Die Pilze verwenden. Habe ich ja auch. Die brauche ich noch. Ah, stimmt. Die gibt's ja auch noch. Okay, dann nochmal. Tralala. Na, komm. Sense. Nicht Sense. Sichel. Wildes Seegras. Mitten hier auf dieser Insel. Das ist perfekt. Ja. So logisch. Doch geil. Genau da würde ich es auch suchen übrigens. Pineapple, Mustard. Okay, passt, ich habe einen Rice Seed gefunden. Wunderbar. Ja, das können wir hier vergammeln lassen, naja. Jojo. Ist die Turbofarm eigentlich wieder frei? Jo. Ne, nur noch Bell Pepper. Okay. Ja, und ein, ja, ein Bell Pepper liegt da und noch ein bisschen Dings, aber brauche ich alles nicht. Ganzen blöden Beeren brauche ich nicht, Zwiebeln, Artischocken. Also, wenn du die White Mushrooms brauche ich doch, also sage ich nur. Ja, ja, klar. Wenn du die von denen im Inventar haben solltest. Hab ich schon gesehen, aber habe ich keine. Okay. Kein Problem. Nein, die Kohle ist leer. Oh nein! Ist nicht so, als hätten wir nicht genug davon. Nee, wir haben keine Kohle. Wir sind arm. Kohle ist teuer. Wie viele Erze haben wir eigentlich? Ja. Genau. Na. Oh, Simpa. Ja, 16 Laser, die machen schon was her. Warte mal, 16? 16, meine ich. Habe ich letztes Mal auch schon mich drüber gewundert. Und ein neuer Reaktor. Willst du zufällig 4,5k Diamanterz haben? Hm. Warum nicht, ne? Ja. Kann das man bestimmt auch so eine schöne Kette Diamant verarbeitet wird. Wo, glaube ich, 4 oder sogar 6 pro Block rausbekommen. Okay. Sagen wir einfach mal 6 Diamanten pro Block mal 4.500 sind. Ja. Dazu kommt noch das Nether Diamond Ore. Das ist nochmal doppelt so toll. Doppelt so halb. Also so Viertel, nee. Viertel sind's nicht. Ist schon mehr. So. Und halb so doppelt. Ach so. Was denn? Ich muss die Fische töten. Dann kann ich sie erst einschmelzen. Fallen lassen, oder wie? Mhm. Aha. Ja, das sollte man vorher wissen am besten, ne? Ja. Also, stirb. Und ihr alle auch. Bleibt noch ein bisschen neben den Pilzen stehen, die müssen noch ein ganz klein wenig wachsen. Da ist genug. Nope. Jetzt ist genug. Doch. Gib her. Ja, es mag auch sicher noch ein paar Pilze farmen, ist klar. Pilze braucht man immer. Pilze und Crack und Gras und Tabak. What the fuck? Oh, eine Legendary Reward Bag. Die gebe ich mir die erneut. Die braucht er auch, ja. Elementar-Tools, yay. Ich wollte doch nur eine leckere Pilzsuppe. Ah ja, Sicher. 5-Sterne-Koch, so. Mit Rewards, die kein Schwein mehr braucht. Yay. Was bin ich froh, dass wir keine Schweine sind? Ja. Ich habe eine 64K Fluid Storage. Boah. Nein. Gut, dass wir die noch haben. Nein. Ah, wäre fast knapp geworden mit dem Platz.
Ich habe einen Stack Supreme Pizzas. rausbekommen, oder wie? Nee, in der Hand. Ah, okay. Echt? War das, also war nur Crafting, naja, klar. Gut, haben wir sonst noch irgendwas Schönes? Das ist jetzt nämlich das Wholesome Feast. Wenn jemand das normale Feast haben will, das kann er jetzt haben. Es sind noch 62 Stück von da, glaube ich. Ist der gut, Raw hab... Netherfish gibt 666 Millibuckets Eule. Jo. Schon irgendwie coole Zahl. Findest ja. du das so witzig? Ja. So, Holding Quest. Haben wir da noch irgendwas? Immer noch pink, ne? Oder so. Pink, ja, lila. Amaranth. Wird schon verarbeitet. Ja, dann wir eben noch den Biologen. Mehr, ne? Wir brauchen den automatischen Fischer noch. Da sind wir momentan dran. Ja. Also Hording, was brauchst du noch? Ganz viel Amaranth, ja. Das arbeitet sich ja schon von selbst. Das committet sich auch schon selbst. Yay, also. Dann kriegen wir so ein Struktur-Upgrade 5, weil es lila ist. Ja. Einziger Grund. Ja. Weil es lila ist und weil es teuer ist. Mal 6 übrigens nicht, mal 5. Noch doof. Wir haben gerade mal 1800? Das kann nicht sein. Ja, ich meine, die Sommels brauchen eine Weile, ne? Ach so, nein. Ich hab das Ding nicht auf Stack-Mode angeschaltet. Oh, das ist, ja. Wir haben jetzt schon 10.000. Ja, wir brauchen eine Zehnfache. Ja, das dürfte kein Ding sein. Vielleicht noch ein, zwei Mal runtergehen. Also einmal bin ich schon nochmal hier. Ich verschwende es. Kill the hostile mobs. As many as you can. Kill any 100 hostile mobs. Zwei davon. Ja, gibt's. Steht hier. Wo? Dann kümmere ich mich da mal drum. Ach, Bragging Rights, okay. Beziehungsweise sehe ich zu, wie die Hexe alle anderen Leute mit umbringt, weil sie einen Trank geworfen hat. Da kannst du vielleicht besser in Nether mitgehen. Hatten wir nicht mal mehr Fische als die Horde? Möglich, aber ich glaube, die hast du schon verarbeitet, oder nicht? Nee, ich habe sie höchstens weggeschmissen. Ja, das kann auch sein. Ich habe keine neue Fischkiste gemacht. Wenn, dann da oder im System. System. Ich bin so wie die Pflanze Sesslingen auf Setzlingen. Direkt drauf, ohne irgendwas dazwischen. Und es funktioniert. Oh. Wo haben wir denn die Butterfly-Fische her? Quest Reward, glaube ich. Also wäre logisch irgendwie. Der gibt nämlich ganz, ganz viel. Glaube ich. Mal noch schauen. Au. Nein, die eigenen Bäume erwürgen wollen. Ja, ja. Nee, der gibt ganz wenig. Flugtrank.